diesen Freitag, also morgen, ist Weltfrauentag. Weltfrauentag oder wie man hier beim Neo-Magazin Royal sagt, Alltag. Ja, Jungs. Ja, Feminismus, das ist mehr als eine leere Floskel auf einem T-Shirt aus dem Online-Shop eines Berlin-Mitte-Startups. Aber es ist eben auch das. Was kann man den Frauen heute noch Gutes tun? Um diese Frage zu beantworten, begrüßen Sie bitte eine Frau, die wir ganz ohne Quote eingestellt haben. Zufälligerweise erscheint heute auch noch ihr Buch Alte weiße Männer. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Sophie Passmann. Alles Gute zum Weltfrauentag. Alles Gute zum Weltfrauentag. Sophie. Sag mal, Sophie, ganz kurz, bist du Feministin? Weil ich weiß es nicht, es steht nämlich nirgendwo auf deinem T-Shirt vorne drauf. Trotzdem erstmal im Namen aller männlichen Feministen ganz, ganz vielen Dank für deine Arbeit. The future is female. Steht ja auch, wie du das machst, auch immer mit dem Ganzen. Das ist wirklich toll. Danke, wirklich. Danke. Chef. Morgen ist Internationaler Frauentag, Weltfrauentag oder wie wir beim Neo Magazin Royal sagen, Alltag. Sophie, ich weiß, dass wir uns hier in dieser Show so eine kleine Gleichberechtigungsinsel erschaffen haben. Ein Ort, an dem jeder sein kann, wie er möchte. Auch und gerade Frauen. Ich sage ja immer gerne, das Neo-Magazin Royal ist im Prinzip für Frauen ja so eine Art Safe Space. Also sowas wie, keine Ahnung, die Neverland Ranch für kleine Jungs. Einfach damit, wo man sich wohlfühlen kann und wo man einfach träumen kann und in Sicherheit ist. Darum wollen wir den Internationalen Frauentag zum Anlass nehmen, heute die Kleinigkeiten zu verbessern, die selbst wir noch verbessern können. Ich habe mal ein paar Ideen aufgeschrieben, was wir noch verbessern können. Hast du auch was? Ja, ich habe mit den anderen Frauen zusammen im Team auch was gesammelt. Sophie, du bist ja so eine, ganz inspirierende, tolle, engagierte Frau. Ich bin total gespannt auf deine Ideen. Aber vielleicht fange ich mal an ganz kurz. Ich dachte vielleicht an so ein Imagevideo. Ein Imagevideo, in dem wir Männer sagen, also dass wir Feministen sind und dass Frauen auch Menschen sind. Also Philipp macht mit, Max macht mit, ich will auch mitmachen, Christian macht mit. Moment, du willst ein Feminismusvideo drehen? Ohne Frauen. Ja, das war erstmal so aus dem ersten Kreativprozess. Da haben wir ein Bierchen getrunken nach Feierabend und haben uns gedacht, Mensch, ist doch eine gute Idee, einfach mal so ein virales Video. Außerdem heißt Feminismus ja nicht, dass in Zukunft nur noch Frauen zu Wort kommen, ne? Jan, auf deinem T-Shirt steht buchstäblich, the future is female. Ja, aber ja, aber im Sinne von female, also im Sinne von auch Männer. Auch Männer. Auch Männer sind. Alles ist besser als Männer, die erzählen, dass Feminismus wichtig ist. Ehrlich, du könntest nackt vom Brandenburger Tor, Herrenwitze mit Philipp Amthor tanzen und dabei die neueste Kolumne von Jan Fleischhauer vorlesen. Und wir Frauen hätten mehr davon als das. Was hättet ihr Frauen denn davon? Was? Mal eine halbe Stunde Ruhe. Feminismus geht nicht, ohne dass Frauen zu Wort kommen, auch wenn ihr Männer es irgendwie gut meint. Ja, aber ich bin doch auch Feminist. Darüber müssen wir auch mal reden. Ja, darüber reden wir seit 2 Minuten. Aber ich meine, da werden Männer doch benachteiligt, einfach weil sie Männer sind, wenn wir darüber nicht reden. Ich meine, das kann doch auch keine echte Feministin wollen. Doch, Jan, alle wollen das. Aber woher sollen denn die Leute wissen, dass ich Feminist bin? Gar nicht. Gar nicht? Willst du sagen, dass meine Meinung egal ist? Ich weiß nicht, was ich da jetzt sagen soll, also ganz ehrlich. Gar nichts. Wie wär's mit einem Viralvideo, in dem ich... Keine Viralvideos mit dir in der Hauptrolle. Ja, oder ein Online-Shop. Nichts, mit dem du Geld verdienst, weil du Feminismus verkaufst. Ja, oder wenn... Oder dich als Beyoncé verkleidest. Ja, aber dann kann ich euch auch nicht helfen. Offensichtlich wollt ihr Frauen ja gar keine Hilfe von uns männlichen Feministen haben. Wie wär's, wenn du als Mann am Weltfrauentag... Oder wie wir beim Neo-Magazin Royal sagen, Alltag. Wenn du als Mann am Weltfrauentag einfach mal 20 Sekunden still bist. Still? Still. 10 Sekunden. 15. Okay, Deal. Mal ganz kurz zu meiner Idee mit dem Anspruch. Du schaffst es nicht mal 10 Sekunden, Jan. Und wenn du unbedingt ein Video haben willst, dann auf keinen Fall eins, in dem Männer erklären, dass sie Feministen sind, okay? Sondern eins, in dem Männer mal mit irgendwas konfrontiert werden, das ihnen wirklich unangenehm ist. Was könnte Männer denn unangenehm sein? Das hier zum Beispiel. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März haben wir die männlichen Mitarbeiter des Neo Magazin Royal für einige Fragen vor die Kamera gebeten.
Alles, was Sie jetzt sehen, ist zu 100% genauso passiert. Keiner der Protagonisten wurde im Vorfeld über die Fragen informiert. Erklär doch mal, was passiert denn bei der Menstruation? Menstruation. Oh, Leute. Wie das funktioniert? Jetzt nicht am Eisprung? Ist das der? Und dann trennt sich das Ei ab und dann einmal im Monat zu einer gewissen Zeit ein Ei aus dem Ovarium durch den Eileiter wandelt. Das Ei wandert dann so runter und kommt dann unten an. Ja, die Frau erneuert ja sozusagen einmal im Monat in ihrem Unterleib. Soll ich das erklären? Also die Eizellen, die ja nicht befruchtet wurden, müssen ja irgendwie raus und... Der ganze Kram muss immer erneuert werden. Das heißt, die Frau blutet unten am Ende raus. Wo kommt das Blut her? Na, aus der Scheide. Das ist eigentlich schon alles. Also mehr muss man da gar nicht erklären. Wie viel Blut verliert eine Frau während ihrer Periode? Ist, glaube ich, nicht so viel. Es dürfte sich im Rahmen von den 80 Litern, die man im Körper mit sich rumnimmt, nicht so viel. Nicht so viel. Aber genug. 640 Milliliter. Eine handelsübliche Teetasse. 150. So ein kleines Schnapsgläschen. Ne, etwas größeres Schnapsgläschen voll. 50 Milliliter in den Tagen. Komplett. Ich würde jetzt mal 2 Liter einloggen. Zwei Suppenlöffel vielleicht? Was bedeutet PMS? Post oder Prä, weiß ich nicht, vor oder nach? Postmenstruales Syndrom oder irgendwie sowas. Vielleicht posttraumatische Menstruationsstörung? Ich glaube, das ist die medizinische Abkürzung für Wechseljahre. Prämenstruales Syndrom? Ja, dass die Frauen etwas schwieriger werden vor den Tagen. Und bist du jetzt alles hier? Oh, danke schön.